Herzlich willkommen, euren Freunde, zu Animal Crossing New Horizon. Ja, endlich ist dieses Spiel da. Ich habe so lange darauf gewartet. Ich finde es ein bisschen schade, dass es erst jetzt gekommen ist, weil ich hätte gerne direkt im Winter angefangen, weil Winter ist einfach schön. Oh, guck mal, da sind schon Schlepp und Nepp. Guten Tag, tritt näher, nur keine Scheu, nicht so schüchtern. Herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Denn du hast dich für Nuxreif für die Inselpaket entschieden. Im Auftrag von Nook Inc. erklären wir dir mit Freunden, was es damit auf sich hat. Wir sind Nepp und Schlepp. Wir werden zusammen mit dir auf die Insel fliegen und dir dort weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber genug der langen Einleitung, du kannst es sicher kaum erwarten, zu deiner Insel aufzubrechen. Zuerst ein paar Formalitäten. Teilst du uns bitte Name und Geburtsdatum mit? Okay, ich heiße natürlich Moritz. M-O-R-I-T-Z. Okay. Ah, Plus. Guck mal, Plus können wir direkt drücken. Und ich habe natürlich am 7.4. So. Ja. Moritz. Oh ja, hier haben wir dich. Als nächstes würden wir gerne ein Foto von dir aufnehmen. Oh, von mir? Oh, okay, da muss ich aber erstmal mein Insta-Face rausballern. Ja? Okay, warte. Ja, ich nehme Zeit. Ich muss mal kurz nochmal durch mein Mikro schlagen natürlich. Meine Haare kämmen und so. Ja? Ja, wartet mal kurz, ich bin gleich fertig. Okay, ich bin fertig. Ich bin natürlich ein Bewohner. Ich bin leichenblass, würde ich mal sagen. Was gibt's hier für Frisuren? Okay, sind noch nicht alle freigeschaltet. Also ich war jetzt frisch beim Friseur, deswegen würde ich die hier tatsächlich nehmen. Also, gehen meine Haare bis zum Auge? Ne, gehen sie auf keinen Fall. Oder die. Ich glaube, ich nehme die hier und ich bin... Oh, weiße Haare wären eigentlich schön. Nee, ich glaube, ich bin eher das. So, Augen. Augen. Oh Gott, was... Oh, sind die cute. Nee, das sind nicht meine Augen. Viereckige Augen habe ich nicht. Glaube ich, zumindest. Oh, die sind ja süß. Oder ohne. Oh Gott. Was gibt's denn noch? Nee, die nicht. Nee. Zwei Pac-Mans, okay. Okay, ich tendiere zwischen denen und den. Ich drück mal blau. Wo ich hab vielleicht eher so. Ich glaube. Die stechen zu sehr raus, finde ich, oder? Oh, ich weiß es nicht. Schwarz sieht cool aus, das sieht auch cool aus. Ich habe blaue Augen, aber die sind nicht so krass blau. Ah, ich nehme einfach die. Komm. Mache ich mit diesen Dingern da? Oder ohne? Ich finde die ja mit eigentlich schon süß, ne? Aber... Ich mache ohne. Mund und die Nase. diese Nase hatten immer alle Bewohner, also alle normalen Bewohner damals. Die möchte ich eigentlich nicht nehmen, weil ich finde die nicht so schön. Die Nase oder die Nase? Ich nehme die Nase, die ist irgendwie am besten. Ich glaube, ich habe so einen Mund. Ich überprüfe mal eben. Ja, könnte hinhauen. So einen Mund habe ich nicht, auf jeden Fall nicht. Kann ich auch gar nicht. Die könnte ich natürlich nachmachen, aber nee, so laufe ich nie herum. So, schon eher. Achso, die hätte ich auch anklicken müssen. Ich glaube, die nehme ich. Und Schneidezähne habe ich nicht. So. Achso, eher. Was gibt's da noch? Make-up. Okay. Ein paar Wangen. Nee, brauchen wir nicht. Meine Ohren, ne? Die stehen ein bisschen ab, oder?
Sie wissen aus wie ein Affe. Okay, los geht's. Oh, super! Oh, guck mal, wie sie klatschen mit einer Hand. Also ohne, dass die Finger sich berühren. Das ist sehr schön gelungen, sehr schön. Dann werden wir dieses Foto als in dein, also in deinem Kundenprofil registrieren. Und nun suchen wir dir eine schöne Insel aus. Bist du schon aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Einer der reizvollsten Aspekte dieses Programms ist es, den Wechsel der vier Jahreszeiten zu genießen. Da wir Inseln auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel anbieten, hast du freie Auswahl. Möchtest du die Jahreszeiten genauso erleben wie zu Hause oder lieber versetzt? Wenn ich fragen darf, wo lebst du, Moritz? Wo genau? Europa. Alles klar, da sollte uns doch nicht schwerfallen, eine geeignete Insel für dich zu finden. Ich würde dir eine Insel auf der Nordhalbkugel ans Herz legen. Dann sollte dir die Umgewöhnung nicht ganz so schwerfallen. Einverstanden? Okay. Alles klar. Dann wollen wir mal eine unbewohnte Insel auf der Nordhalbkugel für dich finden. Wir hätten hier Landkarten von ein paar Inseln, die in Frage kommen. Alle unbewohnt, naturbelassen und mit reichlich Platz zum Leben, zum Spazierengehen und zum Vergnügen. Entscheide aus dem Bauch heraus. Schau einfach, welche Form dir am besten gefällt. Also, hier sind die Inseln. Such dir eine davon aus. Irgendeine. Da man am Ende eh die Flüsse und sowas alles umbauen kann, ist es jetzt auch noch relativ egal, welche man nehmen möchte. Ich gucke gerade hier die Inseln an. Ich glaube, ich nehme die rechts oben, weil da hätte man schon einen coolen Wasserfall und davor würde ich ganz gerne mein Haus setzen. Ah, da gibt es aber nicht so viele Berge. Was ist mit... Oh, unten rechts wäre auch gut. Ich glaube, ich nehme unten rechts. Ja, ich nehme unten rechts, glaube ich. Ja, ich nehme die. Gute Wahl. Sehr gut. Damit steht der Schauplatz für deine... Nein, unsere neue Heimat. Hey, kommt ihr mit? Eine letzte Frage noch, ganz hypothetisch. Hallo, ich möchte jetzt erstmal klären, ob ihr mitkommt oder nicht. Ja? Was ich mitnehmen würde... einen Schlafsack, ja. Dann würde ich zumindest bequem schlafen. Eine Lampe brauche ich nicht. Was zum Essen? Ah, ich kann ja im Notfall die Bäume aufessen. Und da gibt es ja bestimmt Fische, ne? Ich mag zwar keinen Fisch, aber okay. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Tiere. Ne? Deswegen würde ich mal sagen, ich nehme meine Switch mit. So interessant. Das lässt wirklich tief blicken. Die Frage war aber, wie gesagt, nur hypothetisch. Hä, bekomme ich jetzt keine Switch? Ob Vergnügen, Genuss oder banaler Alltagsbedarf, um all das und noch mehr kümmert sich Nook Inc. Okay, reicht für die Inselpaket. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Oh, hey, ich hab gar nicht A gedrückt. Der Nook Inc. Flug im Rahmen des Reif für die Inselpakets ist jetzt zum Einsteigen bereit. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Flugsteg. Hier habe ich jetzt eine Frage, ne? Da steht ja eigentlich Flugsteig. Wieso sagt man Steg dazu? Steg. Statt dass man da irgendwie Steg. Steg. Keine Ahnung, noch ein E vielleicht noch dran gesetzt hätte? Und das I dafür weg? Weiß nicht, auf jeden Fall weiter. Oh, das war meine Frage. Ausgezeichnetes Timing. Da mal nichts wie an Bord, ja? Los geht's! Ja, endlich. Oh, ich habe so lange drauf gewartet, ne? Ich habe ja eigentlich gehofft, dass es gestern schon kommt. Aber nein. Aber so meinte ja, mein Paket gar nicht erst loszuschicken, obwohl ich schon im Januar das vorbestellt habe, ja? Okay. Guten Tag, liebe Fluggäste. Willkommen an Bord dieses Charterflugs im Rahmen von Nooks Reif für die Inselpaket. Charterflug natürlich. Bitte entspannen Sie sich bei einer kostenlosen Videoeinführung in das Leben auf einer einsamen Insel. Oh, ein Video. Oh Gott, es ist bestimmt der Trailer. Ja, fängt genauso an. Oh, diese Motte da. Dieses Viech da. Oh, schön. Einfach nur schön. Vor allem Regen ist auch sehr schön. Und das ist auch sehr, sehr schön. Und Schnee ist natürlich am schönsten. Auf jeden Fall. Barry, da war Barry, den kenne ich. Ohne Stern, Snoopy, ich wünsche mir Geld. Danke.
Kenn ich davon einen? Ich glaube, ich kenne diesen Hamster da auf der Brücke. Eine Mülltonne im Haus. Gott. Ich habe mir überhaupt noch keinen Namen ausgedacht. Für die Insel, falls ich die benennen darf. Aber bestimmt. Ja. Mal gucken. Oh, es ist ein Wasserflugzeug, ne? Rechts unten. Ja, glaube ich. Guck mal, da kommt auf jeden Fall kein Gas hinten raus. Sehr umweltfreundlich hier. Oh nein. Oh nein. Ich kenne die Ziege. Die hatte ich bei New Leaf. Oh, da wären wir endlich. So leid es mir tut, aber es ist erstmal keine Zeit zum Ausruhen. Es findet eine Infoveranstaltung statt, um allen das Einleben in ihrer neuen Inselheimat zu erleichtern. Bitte begebt euch alle zum nahegelegenen Festplatz, wo unser Chef auch schon erwartet sollte. Bitte folgt uns. Och nein, ich kenne dich doch. Pamela. Oh nee, nicht du schon wieder. Willst du hier Wurzeln schlagen oder was? Los, Abmarsch. Oh, ich hasse. Oh nein. Direkt Hass. Oh nein, ich hasse die doch. Und Nashorn, ich mag keine Nashörner. Gequatscht wird später. Erstmal heiße Losjoggen sofort. Alter, die sind ja richtig. Och Mann. Wieso bekomme ich denn solche Bewohner? Pamela, nein, ich will dich nicht. Kann ich dich schon aufheben? Bestimmt irgendwie. Kann ich schon rütteln? Oh jo, kann ich. Kirschen! Och, wir haben Kirschen. Ach, gut. Mein Lieblingsobst. Ach, Mann, ey. Mann, wieso bekomme ich Pamela? Ach Mann. Pamela, kennst du mich noch, hä? Hä? Endlich angekommen. Bin gespannt, was die Schnuffelschnäuzchen uns so zu erzählen haben. Schnuffelschnäuzchen. Ist sicher wichtig, sag ich mal, glaub ich mal. Oh nein. Dieser Spruch immer am Ende, ne? Von ihr, der regt mich ja jetzt schon wieder auf. Sag ich mal, kann ich mal. Kann ich mal. Ja, hier. Ach, Pamela, ey. Sind wir vollzählig? Ich ruf mal besser alle auf. Pamela? Ja, ich bin hier. Frank? Ja? Moritz? Ja. Ich bin auch da, hallo. Super, dann sind wir alle da. So, Chef, hier hätten wir die drei Mutigen, die ein neues Leben auf dieser Insel beginnen wollen. Ausgezeichnet, ja. Dann mal zur Sache, Ich begrüße euch auf dieser Insel. Ich bin Tim Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Inc. Nook Inc., euer kompetenter Partner für Selbstfindung, Schlussstriche und Horizonterweiterung. Ja. Heute fängt euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was für ein Abenteuer. Aber Nook Inc. lässt euch selbstverständlich nicht allein im Regen stehen. Wir werden auch hier wohnen und euch lückenlos betreuen. All das ist im Reif für die Inselpaket inklusive. Aber eins nach dem anderen, hm? Zuerst muss sich jeder von euch einen Platz zum Wohnen suchen. Gehört der schließlich dazu. Da ich nebenher Immobilienmakler bin, werden wir hier früher oder später auch Häuser bauen. Aber bis es soweit ist, könnt ihr das Inselleben ganz authentisch genießen. In Zelten natürlich. Holt euch eures von Nepp oder Schlepp ab und sucht euch ein schönes Plätzchen. Okay, wen nehmen wir? Das Schlepp ist jetzt eigentlich immer der coolere von beiden, war in jedem Teil. Glaube ich, dass Schlepp der da ist. Und deswegen nehmen wir den auch, weil Schlepp ist cooler. Ich will ein cooles Zelt. Oh, Schlepp! Ha! Du bist es tatsächlich. Bitteschön, Moritz. Dein eigenes persönliches Zelt. Oh, danke schön, Schlepp. Danke. Die Farbe gefällt mir jetzt aber nicht so. Such dir jetzt einen schönen Ort und öffne mit X deine Tasche. Dann wählst du dein Zelt und fertig. Du musst aber schon eine Stelle nehmen, wo ringsherum genug Platz ist. Keine Sorge, du kannst erst einmal schauen, wie es aussieht, bevor du den Ort endgültig festlegst. Oh, und hier habe ich auch noch eine Karte dieser Insel für dich. Ach, danke schön, Schlepp. Du bist so nett. Sobald dein Zelt steht,
Komm nochmal hierher zurück. Zur besseren Orientierung hast du ja die Karte. Also, dann mal los. Viel Erfolg. Dankeschön, Schlepp. I love you. Oh, Schmetterling. Oh, die Blätter. Die wackeln mir vielleicht ein wenig zu viel. Vielleicht ein wenig zu viel. Ich bin mir noch unsicher. Hier haben wir einen Fisch. Da hinten haben wir einen Wasserfall. So doppelt. Oh, ist das schön. Oh, ich will da drüben das Haus bauen. Haus, mein Zelt. Ich gehe, glaube ich, hier hin. Ja, hier finde ich eigentlich ganz schön. Ja, versuchen wir es mal. Ich überlege gerade, ob wir noch einen nach links oder nach rechts ziehen. Ich würde sagen, wir gehen noch eins nach rechts. So. Ich glaube schon. Ja. Mal sehen. Mal gucken wir uns das mal an. Oh, gelb. Ich mag gelb nicht. Egal. Ja. Ja. Ist in Ordnung. Ja. Mein Zelt steht. Damit ist diese einsame Insel schon erheblich weniger einsam. Ja. Oh, das sieht schön aus. Und wehe, das ist Unkraut. Nee, bitte nicht. Ich würde, glaube ich, das Unkraut dann sogar hier stehen lassen, weil irgendwie finde ich das schön. Ja. Oh, ist das schön. Kann man laufen? Ja, kann man natürlich wieder. Geht der Boden denn davon wieder kaputt? Weil sonst lasse ich das direkt mit dem Laufen. Oh, das war. Oh, hier würde ich jetzt auch gern schwimmen gehen. Oh, schön. Ich muss sagen, hier wäre auch ein schöner Ort für das Zelt gewesen, falls das ginge. Aber man könnte ja hier später irgendwann, ne, man kann ja seine Insel komplett umändern, dann könnte es das wirklich was werden. Oh, hier kann man auch drauf gehen. Oder waren irgendwelche Dinger? Oh, sieht schön aus. Sieht echt schön aus. War hier jemand? Ah, ne, das sind zwei Schmetterlinge. Wer geht's hier unten? Ach so, hier ist der Strand schon. Oh Gott, Pamela will irgendwas von mir. Pamela, was willst du denn? Hi. Du bist... Nee, echt jetzt? Verrat's mir nicht. Du bist Moritz, stimmt doch, oder? Habe ich mir doch gleich gedacht, dass ich darauf komme. Hä? Pamela, wir kennen uns schon aus New Leaf. Wie kannst du mich vergessen? Du hast mich gehasst. Ich bin die Pamela. Glaubst du ja gar nicht, wie ich mich auf das ganze Inselding hier freue. Guck an, hast du ja auch schon einen Platz für dein Zelt gefunden, Eckmeck. Ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt. Aber die hat wohl gerade einen schlechten Tag. Da habe ich voll alte Baumschule und Stöckchen geschmissen, das dann genau hier gelandet ist. Klar, die Methode mag fragwürdig sein, aber das Ergebnis zählt. Bin ich nicht genial, Eckmeck? Ich suche für dich. Boah, meinst du wirklich? Du willst mir ein Plätzchen für mein Zelt aussuchen? Wir haben uns doch eben erst kennengelernt. Echt dufte von dir. Pamela, ich kenne dich und ich weiß, was du haben willst, ja? Ja, Heckmeck, Heckmeck. Ich hab eigentlich... Wo bleibt dein Spruch hier, Gänseblümchen, hä? Ja, die läuft einfach schon. Okay. Die bekommt ihren Platz auf jeden Fall ganz weit weg. Bah. Oh Gott, Nilpferd ist auch hier. Oh, der Ort ist eigentlich schon zu schön für sie. Warte mal, ich guck mal eben auf der Karte. Oh, da ist ein See unten rechts. Mann, hier gibt's ja nur schöne Orte. Ah, komm, neben dem Flughafen, dann kriegt sie Fluglärm. Hahaha, Pamela, das hasse davon. Dass du mich in New Leaf und jetzt hier störst, ey. Wo ist der Flughafen? Hier ist der Flughafen. Dann darfst du hier wohnen, okay? So, viel Spaß, Pamela. Ja, bitte, hier ist gut. Hallo, ich will auch ein Zelt. Was ist das denn? Das Zelt sieht ja viel besser aus als meins. Das ist ja hier. Pamela hat wieder ihren Luxus bekommen, ey. Das fass ich nicht. So, Nashorn. Was ist mit dir? Ja, ich bin Frank.
Schön, dich kennenzulernen. Dein Zelt steht schon? Ich suche noch nach der perfekten Stelle. Ich will irgendwo mitten in der Natur wohnen, wo ich Körper und Geist trainieren kann, Kumpel. Der Fleck hier scheint mir ganz gut geeignet. Was meinst du, Moritz? Okay, von mir aus. Wieso auch? Klasse. Na gut, wollen wir dann einmal zusammen unsere Vorstellungskraft auf die Probe stellen? Wenn ich hier mein Zelt aufschlage. Mein Zelt. Ziemlich cool, oder? Ja, ja. Rot ist schon schön. Sag ich doch. Und wenn du es auch sagst, kann ich mir wohl doppelt sicher sein. Dann ist das hier ab sofort und bis auf weiteres mein Zuhause. Ja, sehr schön. Puh, keine so leichte Entscheidung. Ich hole dir einen Proteinriegel oder zwei. Sowas esse ich nicht, sorry. Und Pamela, hast du auch schon geholfen? Ja, die war aber auch schwer. Wirklich. Du bist ja wie so ein, naja, ein richtiger Champion halt. Ey, woher weißt du das? Ich bin Kanto-Champion. Ich bin Yoto-Champion. Ich bin Hoenn-Champion. Ich bin Sinnoh-Champion. Ich bin Einar-Champion. Ich bin Kalos-Champion. Ich bin Aloha-Champion. Ich bin... Wer ist denn jetzt neu? Ich hab Unova. Ach ne, Unova war einer. Gott, wer ist denn die neue? Schwert. Gala. Ich bin Gala-Champion. Da hast du verdammt gut aufgepasst, Frank. Noch ist ja alles provisorisch. Deshalb kann ich mich schlecht revanchieren. Aber es wird nachgeholt. Alter. Jetzt sollten wir aber erst einmal zum Festplatz zurückspinden, Kumpel. Oh, er teleportiert mich dahin. Danke. Aber ich hätte ihn auch alleine gefunden. Oh, ich bekomme hier eine Sprachnachricht. Die höre ich natürlich aber erst später. Willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für seine neue Traumbehausung gefunden. Aber natürlich muss man nichts überstürzen. Lieber reiflich überlegen und mal drüber schlafen. Jedenfalls ist das nun geklärt und wir können uns Wichtigerem zuwenden. Und zwar einer großen Einzugsparty. Zu euren Ehren. Stilecht mit tollem Knisterfeuer hier auf dem Festplatz. Dazu müssen wir zwar erst ein paar Kleinigkeiten beschaffen, aber da wir ja jetzt sowieso alle Inselnachbarn sind, können wir so ein bisschen unser Teamwork üben. Da mal sehen. Ne, Pamela, Schlepp und Frank machen den Festplatzparty fertig. Wow, das sind da alle. Alle außer ich. Oder arbeitest du auch mal was, Tom? No. Moritz und ich sorgen derweil für Feuerholz und vielleicht was Leckeres zum Essen. Gut, alles klar. Na dann auf. Und Moritz, könnte ich kurz eine Kleinigkeit mit dir besprechen, ehe es losgeht? Will er jetzt schon Geld haben für sein Zelt? Wer? 80.000 Sterne, hallo, dies, das. Danke, Moritz. Ich wollte nur schnell überlegen, wie viel Feuerholz wir so brauchen. Also, wie viel Feuerholz wir so brauchen. Oh, gut. Er will noch keine Sternis haben. Ich schätze mal, so 10 Äste. Ja, das dürfte hinkommen. Oh, Jette spielt auch Animal Crossing. Hallo, Jette. Astiges liegt hier überall verstreut. Wenn du was aufheben willst, drück einfach Y. Kinderleicht, ja, ja. Ich schaue mir so lange mal das Obst an, das hier wächst. Das sind sicher echt... echte Kirschen, sowas rieche ich. Oh, Y ist ja voll weit weg von A. Oh, ich glaube, früher war es B, ne? War es früher B? Ich glaube schon. Oh, Y, okay. Hier ist auf jeden Fall ein Stein, den nehme ich mir auch mal mit. Was ist das jetzt hier? Oh Gott, es ist Unkraut. Oh Gott. Oh, so viel Unkraut, Leute. Das muss ich alles wegrupfen, damit meine Bewohner glücklich sind. Ich hole mir auch mal schon mal ein paar Kirsche. Eine Kirsche? Fragezeichen. Okay, ich nehme die trotzdem mal mit. Können wir dann vielleicht irgendwann mal verkaufen? Oh, ist echt schön. Hallo Kirschen, ich nehme mich mit. Sind die denn stackbar? Ich gucke gleich mal nach. Oh, werden automatisch gestackt. Das finde ich schon mal eine sehr, sehr große Verbesserung. Hat mich nämlich genervt. Das immer so zusammen zu schieben. Ja, schieben. So, 10 Äste brauchen wir. Was ist, wenn wir hier dran rütteln? Oh Gott, gibt's hier Bienen? In diesem komischen Einführungsvideo hat man ja gerade schon Bienen gesehen, ne? Über diese Blumen da herumgeschwobbelt sind. Geschwobbelt? Was ist das denn schon wieder? Für ein Wort weiß ich auch nicht. So, Fische. Hallo Fischi. Hier haben wir nochmal den hier.
Oh, ich dachte gerade, da fällt irgendwas anderes runter. Äste. Ich habe schon gesehen, dass man hier sehr, sehr handwerklich unterwegs ist. Okay, 10 Stück darf man immer aufeinander tragen. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Nehme ich mir noch hier, bis ich die 10 Stück zusammen habe. Haben wir 10? Nee, ne? 11. Oh, haben wir. Komm, die nehme ich mir noch mit. 2. Oh Gott, da oben. Die SD muss ich auch noch mitnehmen. Oh mein Gott, mein Sammelwahn wieder, Leute. Leute. Oh, links ist auch noch ein Ast. Den hole ich mir auch noch, ja? Die Kirschen vielleicht erstmal egal, okay? Aber die Äste, die möchte ich mir ganz gern holen. So, oh. Das war Unkraut. Egal. So, haben wir. Komm, euch nehme ich auch noch mit. Guck mal, wenn man sich bewegt, dann sieht das gar nicht so heftig aus mit den Dingern. Die werden erst heftiger, wenn ich mich nicht bewege. Oder will ich mir das ein? Ja, keine Ahnung. Okay, habe ich alles, Herr Tom Nook. Nepp, schlepp, schlepp, geh weg. Hat er da einen Hexen? Er putzt. Hahaha, du musst putzen, ich nicht. So. Fein gemacht, Moritz. Eine schöne Ladung Äste. Da mal flugs nachgezählt. Hm? Das sind ja noch mehr, als ich wollte. Also die 10 nehme ich mir und den Rest darfst du für dich bald. Und was hast du jetzt gemacht, Tom Nook? Dann bin ich mal so frei. Hep, schönen Dank auch. Ja, okay. Verzüglich, das gibt ein tolles Feuerchen. Ah, du willst ein Feuer machen? Okay. Ganz hervorragende Arbeit. Dann machst du ja doch was, Tom Nook. Also, ich muss gleich das Feuer machen, ne? Dann gibt's dir aber eine auf die Nase. Ach so, und Glück habe ich bei meiner Obstkundschaftung auch gehabt, während du Feuerholz geklaubt hast. Habe ich noch nie gehört, habe ich sorgsam die Früchte inspiziert, die hier so wachsen. Sie sehen aus wie Kirschen. Duften wie Kirschen. Ja, sie schmecken sogar wie Kirschen. Sag an, ich kombiniere. Ganz klar, das sind lumpenreine, leckere Kirschen. Willst du 6 Stück davon sammeln? Ja, mach ich. Ach, warte, ich habe ja schon welche. Na nur, was sehe ich da? Das schaut mir ja schwer nach einer Partyladung Kirschen aus. Wusste ich so besser als du, sammelt einfach keiner. Danke nochmal für die erneute Hilfe. Dann bin ich mal so frei und nehme dir die Früchtchen ab. Auf Catering können wir ja lange warten. Ja. Wie weit sind wir von Europa weg, Tom Nook? Wie weit? Ach nee, wir sind ja noch in Europa. Wo sind wir hier denn genau, Tom Nook? Würde ich ganz gern wissen. Hm? Ob noch was fehlt? Nein, alles da, jawohl. Dann kann das Fest ja losgehen. Incendio. Tom Nook ist ein Zauberer. Ich hab's gesehen. Endlich ist es soweit. Hiermit heiße ich alle Anwesenden hochoffiziell auf dieser Insel willkommen. Ich habe ja schon so einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir. Aber Junge, eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das wird wirklich mein ganzes Geschick fordern. Das glaube ich dir, Tom Nook. Du armes Ding. Ja. Und das nicht nur am Schreibtisch und der Ladenkasse, sondern auch an der frischen Luft. Teilnehmerzahlmäßig liegen wir zwar dezent unter dem Niveau, das ich mir ursprünglich so dachte, doch wen wird das schon schrecken? Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Wir müssen einfach viel beherzter zur Tat schreiten. Ja. Mit genug Geduld und Spucke wird auch aus dem verlassensten Inselchen ein... Nein, verlassen kann man diese Insel nun ja nicht mehr nennen. Ein richtiger Name müsste her. Oh Gott, Name. Name. Da kommt mir ein brillanter Einfall. Wir als die Ersten hier sollten dieser Insel einen neuen Namen geben. Und damit sich hinterher niemand beschwert, wird brav abgestimmt, der beliebteste Name gewinnt. Gut, dann darf jetzt jeder mal überlegen und wenn ihr fertig seid, ruft jeder seinen Vorschlag, hm? Okay, ich überlege gerade. Mir ist
gerade irgendwie Peter Pan eingefallen. Und dann das Nimmerland. War es überhaupt das Nimmerland? Ja, ne? Ich möchte mal ganz, ganz kurz googeln, ob es wirklich das Nimmerland war. Peter Pan Insel Name. Guck mal eben, wie die Insel heißt. Nimmerland. Heißt Nimmerland. Neverland in Englisch. Das Niemalsland. Wäre auch ganz cool. Nimmerland. Ich glaube, ich nehme Nimmerland. Ich finde das eigentlich schön. Nimmerland. Ich nehme Nimmerland. Nimmerland. Oder ist Nummerland? Das Schlummerland. Ah ne, das gab es ein New Leaf. Nimmerland. Bin ich damit zufrieden? Kann man noch mehr? Nee. Nimmerland. Das Niemalsland wäre auch irgendwie schön. Niemals. Niemals passt nicht. Gibt's irgendwie eine Pokémon-Insel? Island, ne, finde ich blöd. Moosbach auch blöd. Zenobel auch blöd. Floßbrunn, ne, auch nicht. Ich glaube, ich lasse das. Ich lasse mal Nimmerland, ja? Also fertig mit dem Überlegen? Dann ruft jetzt jeder den Namen, der ihm in den Sinn. Oh, rufen die anderen auch einen Namen? Oh, da bin ich gespannt. Schleppum Neppernay, Neufittland, Erdbeer, weiß ich. Schleppland finde ich auch cool. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich jetzt das gleiche wie Schlepp gesagt hätte? Guck mal, Schlepp sagt immer die coolen Sachen. Schleppland finde ich mega geil. Herrlich, wie viel Fantasie ihr habt. Ganz klar, bei solchen tollen Ideen werden wir auf jeden Fall fündig. Dann stimmen wir jetzt alle ab. Ich sage laut die Namen und ihr klatscht für den ihr möchtet. Dein Enthusiasmus gefällt mir, Moritz. Lass mich mit deinem anfangen. Also, der Vorschlag von Moritz war Nimmerland. Oh, guck mal. Klatschen 4 von 6. Also, was ist der richtige Publikumsliebling? Alle klatschen. Also, wenn alle einverstanden sind. Hallo, ich möchte Schleppland klatschen. Hallo. Das ist ja hier schon wieder. Ja, danke schön, dass ihr den Namen. Aber Schleppland fand ich auch cool. Wunderbar. Dann taufe ich diese schöne Insel hiermit auf den Namen Nimmerland. Nun, Moritz, mit deiner Namenswahl für Nimmerland hast du deine Kreativität unter Beweis gestellt. Daher wäre es schön, wenn wir auch in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen auf dich zählen könnten. Ja, ja, Moritz, hiermit ernenne ich dich zum Inselsprecher von Nimmerland. Oh, danke, danke schön. Oh, wow, hast du wohl ein paar Worte für uns übrig als neuer Bezugsperson? Für deinen Nachbarn? Mir kommt gerade irgendwie eine komplett blöde Idee vor. In den Kopf vor, ne, in den Gedanken. Es gab jetzt Bürgermeister. Es gab... Was war denn hier? Welcome to Dingsybums. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt eine Insel leiten wir. Ich hoffe, wir werden auch irgendwann mal König in irgendeinem Animal Crossing. Animal Crossing New Kingdom. Guck mal. Ha. Wow. Habe ich schon mal wieder was rausgehauen hier, ne? Neue Animal Crossing Idee für 2030. Ha. Okay, weiter. Tagchen, ein paar Worte. Ich bin für euch da. Ja, ein paar Worte. Bitteschön. Dann haben wir nun also unsere Insel einen Namen gegeben und unser Inselsprecher gewählt. Heute war ein ereignisreicher Tag. Wir sind wohl alle reif für die Kurie. Aber zuerst stoßen wir noch an. Oh, was ist das denn? Hat der da sein Gläschen? Gläschen? Woher habe ich denn mein Gläschen? Randvoll mit frischem Saft aus den guten Kirschen hier. Frisch geerntet von unserem Inselsprecher. Ach ja, stimmt. Aber wie hast du denn daraus denn jetzt hier einen Shake gemacht? Hä? Dann alle zusammen. Prost auf Nimmerland und alle, die hier wohnen wollen. Die hier wohnen. Zum Wohl! Zum Wohl! Pamela. Oh, nee. Bitte zieh aus. Bitte. Bitte. Ah, ein Tampolin? Ich muss gucken. Ich muss wissen, wie das heißt. Ich glaube Tampolin oder sowas. Trampolin Instrument.
Ist das nicht so? Ja, okay, ne? Dann weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Wie heißt das denn? Das hieß irgendwie so Trampolin oder sowas. Egal. Ich mit dir reden, ja komm. Oh, ich muss niesen. Oh nein, ich habe kein Corona. Oh. Da. Wenn man hier so ums Lagerfeuer sitzt, fühlt man sich wie im Urlaub, Rumpel. Ich habe jetzt Corona, ja, weil ich dem Lieferanten die Tür geöffnet habe, damit er mir mein Animal Crossing gibt, ja. Dann habe ich vielleicht jetzt tatsächlich Corona bekommen. Okay. Pamela. Wir feiern alle zusammen, Nimmerland. Da geht mir ja mein Blumenherz auf. Ja, cool. So. Oh, Moritz, ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig in deinem Zeltchen aufs Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiterbrennt. Nee, ich würde ganz gerne noch hier was gucken. Ich kann mich doch hier auch draufsetzen, oder? Ja, kann ich. Kann ich die Kamera drehen? Oh, was? Guck mal, ich kann die Kamera hoch und runter machen. Ich glaube, ich lasse die... So. Ich finde das irgendwie... Oder so... Oh. Achso, ich dachte, ich könnte. Ist auch schön, ne? Also, so finde ich. Nee, will ich nicht. Ich glaube, ich will das so haben. So gefällt es mir, glaube ich, am besten. Okay, dann schick mich halt ins Bett, Tom Duck. Erzählst mir auch noch eine gute Nachtgeschichte. Schatzi, nein? Okay, dann gehe ich halt ohne dich ins Bett. Mann. Oh, was? Du hast ein Geschenk für mich? Was ist das? Ich bekomme ein Bett. Ein eigenes Feldbett. Und ein paar Kisten hast du mir da noch hingestellt. Oh, cool. Dankeschön, Tom Nook. Danke, I love you so much. Wie viel kostet das Bett? Ist das gratis? Ist gratis, das Bett, Tom Nook? Oh, du hast dich aber positiv verändert, Tom Nook. Früher hast du mir nie was geschenkt. Du wolltest immer nur mein Geld haben. Du kleines Ding. Damit du nicht arbeiten musstest. Ja, euch nehme ich noch mit. Bin ja gerade hier. Ja. Paar Kirschen. So. Oh, eine Spinne oder sowas. Keine Ahnung. Ich gehe mal lieber ins Bett. Oh, ein Stein, den nehmen wir auch noch mit. Oh, ist das schön. Oh, Wasserfall. Hallo, Wasserfall. Oh, schön. Schön. Dann wollen wir mal. Hallo. Ist jemand da? Hallo? Ein Radio. Geht das an? Oh, ich verstehe kein Schleppisch. Kommt da noch Musik? Tatsächlich. Kommt Musik, okay. Oh, das sieht ja gut aus. Das glänzt, also das spiegelt gut. Das ist auch cool, ja. So, schieben kann man natürlich wieder, ne? Drehen kann man auch. Machen wir das so. Du gehst an die Wand. Du nervst mich nämlich jetzt schon. So, ich glaube, hier stelle ich mein Bett hin. Guck mal nach da, danke schön. Feldbett, platzieren. Wo habe ich ausgemacht? Nee, anlassen. Okay. Oh, ich habe ein dunkles Bett, das gefällt mir. Soll ich ein Schläfchen halten? Ja. Ja, mach mal bitte. Ich bin so müde. Ich spiele auch gerade nur Spiele, wo man irgendwie mal schlafen muss, ne? Mystery Dungeon will ich mal hier erwähnen. Hä? Oh, ich träume. Wo bin ich? Du hast dich also dazu entschlossen, umzuziehen? Willst du der Welt deinen Stempel aufdrücken? So muss das laufen. Gibt im Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. Aber wen juckt's? Du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man selbst für richtig hält. Da tun sich neue Horizonte auf. Aber merk dir eins. Niemand kommt auf Dauer ganz allein über die Runden.
Wenn's da draußen hart auf hart kommt, dann wirst du glücklich sein, ein paar Mitstreiter an deiner Seite zu haben. Aber du bist sicher nicht hier, um einen alten Hund beim Miauen zuzuhören. So langsam wird Zeit für dich, die Äuglein aufzutun. Oh, aber schreib dir die Sache mit den Mitstreitern hinter die Ohren. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Ein Neuanfang auf einer einsamen Insel zusammen mit deinen besten Freunden klingt gut, oder? Sobald du aufwachst, lebst du synchron mit der echten Zeit. Dann mal viel Spaß. Das wär's von mir. Man sieht sich, ja? Noch bin ich nicht wach. Moritz, bist du wach? Ich hoffe, ich hab dich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ich würde gern etwas mit dir besprechen. Ja, ja, ich warte hier, bis du soweit bist. Hallo, kannst du mir auch... Hallo. Oh. Ich kann drehen. Cool. Oh. Okay. Ja, ist cool tatsächlich. Nach unten kann man leider nicht, dass man von unten angucken kann. Das wäre auch nur lustig gewesen. Vor allem, wenn man ein Mädchen gespielt hätte und dann unter den Rock geguckt hätte. Oh, ist das hell. Oh. Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames Schnickerchen. Oh, guck mal, links, wir haben Post. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Das war aber auch nötig, ne? Ach, es ist ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein soll. Zuerst einmal brauchst du das hier, hm? Ich krieg ein iPhone. Dein ganz persönliches Nook-Phone. Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Auch umsonst? Okay, ich nehm's in die Hand und schalte es mal ein. Klick. Willkommen. Ich habe 6 Apps, okay. Hallo? Ich wollte mir die Apps anschauen. Perfekt, dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Warte. Ja, Max. So, perfekt, dann ist es also eingeschaltet. So, okay. Kommen hier die ganze Zeit Nachrichten. Ey. Eine Frage, Moritz, hast du schon einmal ein Smartphone benutzt? Ja, du brauchst mir nichts zu erklären, ich weiß, wie sowas funktioniert. Sehr gut, dann sollte das ja ein Kinderspiel sein für dich. Und Nook Phones sind sogar noch ein Stück einfacher zu bedienen als andere Smartphones. Oh ja, wir haben einfach die meisten Funktionen entfernt. Oh, eine Sache noch. Oh Gott, was ist das? Ist das ein Vertrag? Oh, was? Eine Rechnung? Ich wusste, der wollte meine Kohle. Das ist aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nook-Phone. Hey, ich dachte, das schenkst du mir. Wow. 50.000 wieder. Nook, ich hab dir so viel Geld gegeben, ja? Wo ist eigentlich mein Geld von der Nook-Bank? Krieg ich das wieder? Hä, Nook? Wo ist mein Geld von der Nook-Bank? Da war noch genug drauf. Das hätte ich dir jetzt locker abzahlen können. Naja, egal. Alles klar. Gut, also dann. Moment, du hast keine Sternis? Wie konnte ich das nur übersehen? Ah, natürlich. Aber keinen Anlass zur Sorge. Nein, nein. Muss man wieder nach rechts gucken? Aber keinen Anlass zur Sorge, nein, nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Was? Vorbereitet, ja. Vorbereitet. Du kannst dein Reif für die Inselpaket auch mit Medaillen abbezahlen. Oh, cool. Ja, ich präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service Nux-Meilen-Programm. Oh, cool. Och man, ich wollte nicht fragen, was das ist. Ich wollte mich überraschen lassen. Nun, es ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Mit Nux-Meilen-Programm verdient man Meilen, indem man hier auf Nimmerland einfach nur lebt. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühr
Und das ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären 49.800 Sternis fällig. Aber da du stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind es nur läppische 5.000 Meilen. Ich werde dich da mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Weitere Details findest du auf deinem Nook-Phone. Starte dazu einfach die Nook-Meilen-App. Du wirst sehen, dass du schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Aber lass mich doch noch einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Es freut mich, dass du als Kunden von Nook Inc. und Bewohner von Nimmerland zu begrüßen. Du hättest mir das Zelt auch einfach schenken können, Nook. Mann. Mein neues Leben hat begonnen. Ja, ich kann tun und lassen, was ich will. Ja, ja, ja. Und wir gucken mal, ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Berühre nicht, Power, bla bla bla. Ja, okay. Wenn du aufhören möchtest, kannst du Minus drücken und dann dein Spiel speichern und beenden. Ja, cool. Ich möchte aber erstmal gucken, was ich in der Post habe. Und ZL, wieso hat das gerade so reagiert? Mal gucken. Oh, Nintendo, lieber Moritz. Vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Bis zum nächsten Update, dein Nintendo. Okay, danke. Ich schmeiß das aber weg, weil brauche ich nicht. Wegwerfen, danke. Und noch ein Nintendo. Alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Oh, danke. Ich krieg einfach zwei Geschenke. Oh, ich habe aus Versehen nicht Minus gedrückt, sondern Foto. Oh, danke schön. Warte, ich will noch mal gucken. Da sind nämlich Bewohner. Kann ich auch anderen Bewohnern was schicken? Von Freunden. Oh, Online-Post? Gibt's Online-Post? Oh mein Gott, das wäre geil, wenn es Online-Post gibt. Ich bin gespannt. Dann würde ich meinen Freunden die ganze Zeit irgendeinen Müll irgendeinen Stiefel, den ich aus dem Teich geangelt habe. So, was haben wir bekommen? Geschenk? Auspacken. Oh, noch eine geile Switch. Guck mal, die habe ich mir sogar gewünscht vorhin. Platzieren. Oh, cool. Kann man die anmachen? Oh, cool. Passiert da was? Nee. Okay. Okay, dann. Hier, Werbung. Wenn man reinkommt, direkt Werbung. Was war das andere? Behilfslernbank. Okay, dafür, ich kann noch nicht basteln. So. ZL. Oh, eine Fotokamera. Guck mal, ich kann mich irgendwo hin platzieren. Okay. Ich kann so machen. Ich kann mich auch hier hinter platzieren. Wo bin ich? Okay, und was ist er? Er? Er macht gar nichts. Okay, ZL heißt. Oh, Sharp. Oh. Ist aber hell. Sind. Filter. Oh, schwarz-weiß. Oh. Boah, da gibt's echt viel. Okay, und L mit Rahmen. Oh, Rahmen sind auch cool. Oh Mann. Ja, das ist auch cool, tatsächlich. Ich will aber gerne, dass sie wieder haben, danke. Und das hier ist. Oh, runter und hoch kann man. Oh, das ist auch cool. Ja. Ja, ist cool. Ist cool. Ich will aber kein Foto machen. Was haben wir noch? ZL. Nuckmalen. Gucken wir mal rein. Okay, bleib. Oh Gott, ich hasse dieses ganze Gelaber hier. So. Oh, Medaillen. Vielen Dank. Lesen wir gleich durch. Vielen Dank für die Teilnahme an Lux. Okay, das ist nur, weil ich da. Angelmeister, okay. Insektenjäger, soziales Tier, Hallo sagen, okay. Oh, hier unten sind auch noch welche. Meistergärtner. Okay. Ja, okay. Ich habe jetzt keine Lust, die alle. Oh, Designs habe ich leider nichts, aber können wir auch mal kurz reingucken. Ja. Anziehen. Zeig mal her. Oh, das finde ich schon cool. Wie sieht das aus?
anziehen. Ich muss sagen, das finde ich eigentlich schon sehr cool. Was ist das hier? Anziehen? Oberteil? Ne, das ist nicht ganz so cool. Das sieht ein... Ich glaube, ich nehme das. Das finde ich irgendwie ganz niedlich. Was ist das mit Gesichtsbemalung? Oh, ich habe Angst, das dann nicht mal ändern zu können. Nee, mache ich erstmal nicht. Hier haben wir die Karte, okay. Ah, okay. Flughafen und Service Center. Ja. Cool. Hier haben wir meinen Pass. Mein Pass. Gib einen Kommentar ein. Kommentar. König. Ich krieg meinen König hier noch irgendwann. König von... Ich hätte die Insel auch Narnia nennen können. Fällt mir gerade ein. Narnien oder so. Wäre auch lustig gewesen. König von... Narnia. Perfekt. Danke, das speichern wir. König von Narnia, cool. Kann man hier sonst noch was machen? Weiß ich nicht. Passfoto kann man ändern, okay. Titel. Titel. Okay. Anime City Festival New Horizon. Anime City Volk allererster. Pocket, nee. Knock Inc. Oh, weiß nicht. Gefällt mir ja eigentlich nicht so cool. Nicht so. Boah, hier gibt's ja viel. Was ist das denn hier alles? Tier, Siedlerin, Siedler, Nesthäkchen. Insulanerien. Insulaner. Ich nehme Insulaner, ich habe keine Ahnung, was das ist. Achso, vielleicht irgendwas mit Insel. Inselbewohner wahrscheinlich. Okay, einsame Insel. Insulana oder so. Okay, dann beschließen. Und hier haben wir die Notrettung. Okay. Oh, brauchen wir nicht. Schließen, danke. Notrettung rufen? Nee, nein, brauche ich nicht. Okay, dann gehen wir mal zu Tom Nook, ne? Ja, oh, das bringt ja immer noch. Nook, mein, was willst du denn jetzt hier? Och, als ob ich jetzt hier immer nach unten dingseln muss. Ja, dankeschön. Cool. So, gibt es hier noch was ich abholen kann? Nee, gut. Gut. So, dann können wir jetzt auch mal hier ein bisschen spielen, ne? Ach, hier sind noch Kirschen, die hole ich mir natürlich. Guck ich gleich mal, ob hier jemand zu Hause ist. Oh, hallo Pamela. Oh, was sammelst du denn ein schöner? Schönes. Die Location für mein Zelt ist nicht nur der Hammer, nein. Die ist der ganze Werkzeugkasten. Hast ein 1A-Händchen bewiesen, Moritz. Mich hast du ab jetzt öfter an der Backe. Ich hab's. Ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf darüber, wie ich dir mal was Gutes tun kann. Endlich kann mir der Geistesblitz eine knallharte Anleitung für den DIY-Blättchenschirm. Ha? Oh, dein Korb ist cool. Was sticht einem hier auf der Insel als allererstes ins Auge? Genau mich. Ganz klar das Unkraut, das hier so wuchert. Der Anblick allein war die Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt. Muss dich nicht bedanken. Wenn du dich noch nicht ans Basteln getraut hast, hau mal Tom Nook an. Der organisiert kostenlose Schnupperkurse im Service Center. Könnt's auch erst nicht glauben. Danke, Pamela. Bist ja doch noch nett. Oh, nee, Nashorn ist da drüben. Dann sprechen wir den auch mal eben an. Hallo, Nasi. Yo, Moritz. Ich habe für meine Zeit eine echt gute Stelle erwischt. Danke für die Ermunterung. Wir sollten uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Mit einem Freund ist alles einfacher, Rumpel. Ach ja, ich habe hier was für dich. Als Dank für die Hilfe mit dem Zelt, Rumpel. Eine Käppi. Dieser Outdoor-Hut ist perfekt für Nimmerland. Probier ihn an, indem du X drückst, um deine Tasche zu öffnen. Drücke A, bla bla bla. Ja, ich weiß, wie man es zeigt. Danke.
Achso, du wolltest eh loswerden, weil du immer am Trainieren bist, da brauchst du keine Mütze. Okay, wir gucken mal, tragen. Ja gut, ne? Alter, diese Nuck mal, ne? Wenn ich die jetzt wirklich alle 10 Sekunden bekomme, ne? Dann gibt's hier aber was. Dann gibt's hier gleich Stressi. So. Ich hätte ganz gerne noch die Kirschen hier. Ich muss mal gucken, wie viel Platz ich überhaupt noch habe. Hab noch genug Platz. Sehr gut. Na, Kirsche und Kirsche. So, zum Glück scheint der wohl hier drin zu sein. Wir gehen noch eben hier dran. Okay, ja. Ja. Okay, wollen wir schreiben? Komm, wir schreiben mal schnell was hier. Ach, man kann auch malen. Ich will malen. Wie kann ich malen? L? Hier oben. Oh. Hi. So, das ist mein Schreibschrift. Hi. Bitteschön. Fertig. Sehr schön, sehr hübsch auf jeden Fall. Oh, nee. Okay, hallo Nook malen. Oh, was kann ich jetzt abstempeln hier? Dich? Nee, passt schon, haben wir. Hier. Was für ein Brett. Ja, danke schön. Stand da Influencer? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. So, gehen wir mal hier rein. Mein Hut, der passt noch gerade so da rein. Ah, Moritz, willkommen! Na, hier ist so ganz kuschelig, hm? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig. Ja, ja. Lass es mich wissen, wenn du ein Rad zum Inselleben oder irgendwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel so alles benötigst, solltest du mit Nepp reden. Er kann dir dabei helfen, an die nötige Grundausstattung zu kommen. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Einkaufspolitik. Soll heißen, er kauft fast alles. Nicht unbedingt die gewiefteste Business-Methode, aber definitiv großzügig. Ja, ja. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Basteln an. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, dich begrüßen zu dürfen, hm? Hier dann wahrscheinlich. Ich möchte noch was sagen zu den Parts, ja? Ich habe mir so vorgestellt, dass vielleicht Animal Crossing so zweimal die Woche kommt. Einmal so Mittwoch, Donnerstag mäßig und einmal Sonntag. Weil ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag... Ob es so viele spannende Sachen gibt, weißt du? Für jeden Tag. Und nicht, dass ich, oder dass ich vielleicht doch jeden Tag irgendwie einen Part machen soll und dann so eine Art Tagebuch daraus machen soll, dass ich dann so das Wichtigste so zusammencutte und so. Ja, das könnte ich auch machen. Ja, muss ich mir noch ein bisschen überlegen, ja? Mystery Dungeon möchte ich ja auch gerne noch durchspielen. Das würde dann dazwischen kommen und dann noch irgendein Indie-Game, ein kleines. Ah, wie ich sehe, hast du meine Werkbank fürs Basteln entdeckt. Ja, ja, die Einführung ist ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel, hm? Soll ich dich für den nächsten freien Kurs anmelden? Ja. Können wir auch jetzt machen. Ja, ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Sehr gut, sehr gut. So, willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir, hm? Okay. Wieso ist mein Nook-Phone da oben an? Weiß nicht. Okay, du hast das nötige Material gefunden, ich glaube schon. Ich habe so viel. Eine Angel, okay. Eine Angel. Da, herstellen, ja. Da. Ah, die Wackelangel ist fertig. Genau, perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war auch schon die Einführung ins Basteln. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen, kostenlos natürlich. Danke. Ich schicke sie dir einfach auf dein Nook-Phone. Kannst du es bitte kurz herausholen? Ja. Oh, mein Controller hat vibriert. Fand ich gerade ein bisschen seltsam.
Ausgezeichnet. Die App-Bastelanleitung ist nun auf deinem Nook-Phone installiert. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Oh, danke. Die sollte dir gute Dienste leisten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile, wo wir von Angeln sprechen. Ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor den Schatten eines Fisches zielen. Ja, ja. Wenn du etwas fängst, würde ich es gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Okay. Okay, oben rechts lädt irgendwas. Warte, wir haben ja noch mehr Anleitung bekommen, ne? Was können wir noch machen? Kescher. Wir machen den Kescher noch. Für Insekten. Yeah, der Wackelkescher. Cool. Genug fürs Erste. Wir haben ja jetzt auch noch hier was, ne? Blätterschirmchen erlernen. Ich weiß jetzt, wie man einen Blätterschirm herstellt. Cool. Und eine Behelfswerkbank. Ich weiß jetzt, wie man eine Behelfswerkbank herstellt. Okay, dann haben wir erst. Das ist der Geldautomat, ne? Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich sollte dieses Terminal kurz erklären. Ja, ja. Okay, eigentlich muss ich das nicht wissen. Ich weiß, wie das geht, ja? Ja. Achso, da kann man Nook-Sachen kaufen. Wollen wir da mal kurz mal gucken, was es da so Schönes gibt? Wir gucken mal. Oh, jeden Tag kriegt man also Bonusmedaillen. Cool. Nook-Shopping, bitte. Campingbank, okay. Ein Handtuch, okay. Mundschutz. ja, Corona, ich wette, die haben das deswegen eingebaut. Finde ich ganz lustig, tatsächlich. Hosenrock, paar Regenstiefel, oh Gott. Ich habe ja kein Geld. Ich dachte, das wäre für die Nook-Medaillen. Bankautomat? Okay, das geht also noch nicht. Okay. Ich dachte, das geht schon. Oder war das bei jemandem anders? Ich weiß es nicht mehr. Kann man bei dir irgendwas mit den Nook-Medaillen machen? Ah, nee. Also, was ich tun soll, ist die falsche Aussage. Die brauche ich nicht. Hi. Oh, hallo. Du bist es. Ja, Schlepp hier, tun, Vorbereitung, bla bla, Lagerplatz machen. Ja, das ist unsere Sache. Ja, wir machen das schon. Ich schau mal. Spitze. Camping oder Wasserkühler? Oh, okay. Ja, schön. Das brauche ich leider nicht, Nepp. Es tut mir leid, das brauche ich nicht, ja? Jetzt red mich nicht so voll, ja? Sonst gibt's Ärger. Ja, ich bin Team Rocket. So, wir gehen jetzt raus mit meinem sehr, sehr stylischen Hut. Hallo, Schlepp. Dein Bruder ist voll gemein. Na, nun Moritz, schön, dich zu sehen. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt's? Wir arbeiten nachts im Service Center. Also komm einfach vorbei, falls mal irgendwas anliegt. Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schau, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, was du so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Oh, du hast einen viel besseren Job als Dingsy Bumsy. So, kann man wieder. Ja, man kann mit den Pfeiltasten wieder hier hantieren. Okay, dann fangen wir mal ein paar Sachen. Oh, da brauchen wir einen Kescher. Kescher, habe ich gesagt. Danke. Und, oh, first try. Alter, ein Zitronenfalter, oder? Ja, ein Zitronenfalter. Sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe. Und diese Wortwitze, ne? Die habe ich auch sehr, sehr vermisst. Oh, man kann jetzt auch so die Bäume schütteln. Das finde ich mega gut. Das finde ich echt gut. Von der Kirschen? Nee. Sah nur so aus. Oh, daneben. Hallo, ich will den Zitronenfalter. Scheiße, er ist weg. Komm mal her. Zitronenfalter stehen. Komm. Komm doch. Komm. Achso, du bist kein Zitronenfalter. Aber trotzdem. Ach man, jetzt ist er woanders. Okay. Oh, da ist ein Fisch. Mal gucken, ob ich es noch kann. Das war richtig schlecht. Sieht eher aus wie eine Angel, wie eine Qualle, oder? Oder? Nee, könnte vielleicht auch ein Fisch sein. Oh mein Gott. Ja, ein Flussgrunde. Die ist mir gründlich auf den Leim gegangen. Aber der Fisch, der sah echt cool aus. Der sah wirklich gut aus.
Ja. Mann, das Spiel ist einfach wirklich purer Chill. Ich liebe dieses Spiel einfach. Oh. Was haben wir hier? Der A-Spam. A-Spam. Ah, guck mal, da hinten ist ein Loch vorm Baum. Ein Bachschmerle. Das Leben im Bach ist beschmerlich. Ja. Da rechts. Da ist ein Loch. Also Fossilie gibt's auch. Aber das wusste man ja eh schon, ne? Oh, da sind viele Schmetterlinge. Könnt ihr mal rüberkommen? Ich hätte euch ganz gerne. So, wieso will eigentlich Tom Nook die ganzen Sachen haben? Gibt's Eugen nicht mehr? Doch, Eugen gibt's, das Museum habe ich schon gesehen. Das gibt's auf jeden Fall. Aber wieso will Tom Nook die haben, ey? Ist ja der neue Eugen. So, komm her, Fisch. Komm zu Papa. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Da haben wir noch eine Flussgraul-Dingsi-Grunde. Okay, den können wir dann im Notfall verkaufen. Den Ast, den nehme ich auch mal mit. Hallo, Pamela. Dich spreche ich nicht an. Du sollst nämlich am liebsten ausziehen. Ja, sehr freundlich, Leute. Ich weiß. Oh, da ist ein Fisch. Oh, war gut. Komm, Fisch. Komm näher. Komm zu Papa. Oh Gott, ich hätte fast A gedrückt. Oh Gott. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ein Seeengel. Oh, den muss ich gleich mal wegschicken. Der ist ja süß. Seeengel. Habe ich noch nie gesehen. Oh, Muschel. Können wir natürlich auch mitnehmen. Da. Oh, da haben wir größeren Fisch. Was haben wir hier? Oh, da ist Schleppi. Schleppi ist wieder da. Hi, Schleppi. Willst du mir gratulieren, dass ich hier gleich einen Fisch fange? Oh nein, ich habe A gedrückt. Ich wusste, dass mir das irgendwann hier noch passieren wird. Ach Gott, nimm das auf. Und ändern. Hallo, Schlepp. Ich brauche den... Oh Gott, da waren auch noch andere Viecher. Ach, Alter. Jetzt habe ich dich aber hier. Oh. Ein Schwalbenschwanz zwitschern, den ich immer zu zweit zwischen zwei Zweigen. Ja, auf jeden Fall. So, Schlepp, ich brauche noch. Der ist groß. Der ist groß. Geht das? Ja, geht. Da, guck mal. Genau. Na, lecker Schmecker. Oh Gott, aber mein Finger tut gleich schon weh, ey. Ja, ein Seebarsch manchmal. Bist du wirklich sehr barsch? Ah, ja. Ah, mein Inventar ist voll. Dann können wir gleich eigentlich verkaufen. Wir gucken nochmal hier. Wo ist denn der See? Ah, oh, der sieht echt süß aus, ne? Den hätte ich eigentlich gern für die Wohnung. Den will ich nicht abgeben. Egal, wer den haben will. Egal. Hier, links, Fisch. Ja, war schlecht geworfen. Ich gebe es zu. Oh, Alter. Ich meine, diese Fische angeln, ne? So, ich mache jetzt da. So, den siehst du doch, oder? Nur ich sehe jetzt nichts. Jetzt sehe ich zum Glück. Ja, jetzt müsste er anbeißen, egal was ist. Wieder ein Seebarsch? Ja, ist ein Seebarsch. Yeah. Ach nee, nur ein Barsch. Okay. Hier haben wir noch was Kleineres. Gucken wir mal. Oh. Ein Dings hier haben wir auch, glaube ich, schon. Ne? Bachschmerle. Ja, beschmerlich. Ja, daran erinnere ich mich. So, ich will eigentlich nicht... Oh, da haben wir noch ein... Ach, wir sind voll. Sorry, dann können wir auch gleich eigentlich den Part hier erstmal beenden für heute. Oh, der lacht mich an. Ah, Moritz, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag ich bin ganz Ohr. Hab ein Lebewesen. Wunderbar, dann wollen wir einmal sehen, in Ordnung? Kann ich auch mehrere auswählen? Nee, kann ich nicht. Oh, was für ein Fang. Ja, bla bla bla. Wenn diese Insel so etwas wie ein Zitronenfalter beherbergt, wer weiß, wann wir dann noch
Wen wir dann noch alles finden? Ich habe da eine Idee. Ein Alter von mir leitet ein Museum. Ich würde Ihnen gerne mal dieses Exemplar schicken. Wärst du damit einverstanden? Ja, wäre ich. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Zitronenfalter kümmern. Oh, bevor ich es vergesse, ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung, möchte ich dir eine neue App vorstellen. Oh, was bekommen wir jetzt? Fauna Paddy. Sie heißt Fauna Paddy, eine ursprudelnde Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Mithilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ja, ja. Okay, also sowas wie der Pokédex für Animal Crossing. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Oh, cool. Eine Belohnung, die nehme ich gerne. So, ich habe ein Lebewesen. Ja. Ich hätte hier noch einen Flussgrunde. Oh, was für ein Fang. Den nehme ich aber gerne. Oh, ja, ja, okay. Dann mach das mal. Okay. Düt. Ja, und ob. Ausgezeichnet. Ja, danke schön. Ach, ich dachte, du schenkst mir jetzt was. Ach so, er schickt mir doch nochmal Bauanleitung. Auf mein Nook-Phone. Düt. Stimmt die Uhr da links? Ja, ne? Tatsächlich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da links ist eine Uhr. Links oben. Der Wecker. Finde ich ganz lustig. Echt gut. So, hallo Nook. Hab ein Lebewesen. Oh, noch etwas? Oh, das sehe ich mir aber gerne an. Ich weiß schon gar nicht mehr, was sie alles abgegeben haben. Aber ich glaube, die hier, die können wir nur abgeben. Schwalbenschwanz. Oh, was für ein Fang. Ja, ja, darfst du machen. Du darfst alles machen. Solange du mir da vielleicht Geld gibst, ja? Guck mal, er hat eine Belohnung für mich. Blumensamen. Und zwar Alpenweichen Samen. Tatsächlich. Cool. Cool, cool, cool. Bekomme ich auch noch die Gießkanne? Weil ohne Gießkanne wäre es schwer, die zu bewirtschaften, Schatzi. Okay, ich habe immer noch was hier. Wie? Der will schon über Umzugsgebühren reden. Okay. Ich weiß nicht, ob wir den Seebar schon abgegeben haben. Wir gucken mal. Oh, cool, ein Seebarsch. Ja, darfst du machen. Du darfst alles machen, Tomnoki. So. Er schickt mir noch was. Ich werde hier reich, Leute. Ich geb jetzt alles ab hier. Gießkanne, da ist sie. Cool. So, gibst du mir noch was? Komm. Komm, komm, komm. Ich brauche hier noch mehr Bauanleitungen. Ich glaube, Barsch hatten wir noch nicht. Oder? Ha? Nee, hatten wir nicht. Super. Okay. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Barsch kümmern. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Ach, Akademie des schönsten Hauses? Eugen, bist du das? Oh ne, ist nur Eugen. Du rufst genau im richtigen Moment an. Ja, ja, wie es mit deinem Inselprojekt läuft. Alles bestens, danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf einem Inselchen namens Nimmerland. Dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Einwohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Wie viele wir schon haben? Mal überlegen. 5 ganz wunderbare Exemplare hätten wir schon zusammen. Ja, ja. Was? Wirklich? Ja? Oh, das wäre ganz fantastisch. Oh, Verzeihung, ich habe gerade eine Kunden hier. Also lass uns alles weitere später besprechen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war mein alter Freund Eugen, der ein Museum leitet. Er möchte auf unsere Insel umsiedeln, um hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen, Moritz? Oh, ein weißes Feld. Oh, schön. Könntest du einen... Ja, kann ich. Er braucht wohl reichlich Platz. Die Fläche sollte etwa so groß sein wie die von deinem Zelt. Okay. Ich dachte eigentlich, das Museum kriegt man vielleicht etwas später, wenn man schon den Sprungstab hat, dass man auch überall, woanders das Museum hinpflanzen kann. Aber wir gucken jetzt erstmal unten rechts auf die Karte. Okay.
bin noch nicht so zufrieden mit den Stellen, wo ich es jetzt hinmachen kann. Weil eigentlich hatte ich echt was Cooles. Ich wollte es auf dem Berg haben, auf dem Doppelberg. Und ja, davor sollten dann so Mumien, so Anubis-Statuen und sowas stehen. Das wäre eigentlich schon sehr cool gewesen. Machen wir es hier hin. Oh, ist aber auch blöd wegen dem Zelt jetzt hier, ne? Kacke. Wo mache ich das hin? Dann mache ich es hier, glaube ich, hin. Ja. Hier einrichten, bitte. Ja, hier ist gut. Jetzt haben wir gar nicht mit Nook geredet, ne? Über Überweisung, was da stand. Oh, sehr gut. Wie lange braucht das? Okay. Weiß man nicht. Weiß man nicht. So, ich bring mal eben den Engel nach mir zu Hause. Ich möchte mal gucken, wie der im Aquarium aussieht. Mein Engel? Jetzt habe ich einen Engel, Alter. Schon cool. Ein Engelfisch. Hallo Switch Placement. So. Hier. Präsentieren. Oh, ich wollte ihn hier ab. Ah, platzieren, ey. Hier. Platzieren. Ah, oh, der kommt neben meinem Bett. Oh, ist das klein hier, ey. Nee, nach rechts. Danke. Und Switchy, du kommst mal nach da hinten. Da, wo du mich nicht nervst. Danke. Und du kommst dahin. Oh, sehr schön. Cool. Das ist mein Maskottchen hier. Süß. Süß, süß, süß. So, dann verkaufen wir noch eben mein Zeugs, was ich schon alles erfarmt habe. Dann können wir den Part auch beenden. Ich denke, eine Stunde und... Oh, guck mal, ey. Hier. Dankeschön. Danke, danke. So, sonst aber nichts, ne? Oder was stand da? Hier, vermöbelt. Können wir auch abholen. So. Ne, sonst noch nichts. Gut. Können wir hier mal kurz reingucken, was da so schönes steht. Schwalbenschwanz. Okay. Hier steht nicht so viel. Ich dachte, da steht noch irgendein Text dabei. Aber tut's nicht. Lebensraum für Fluss. Okay. Oh, ich finde, der Fisch, der sieht echt gut aus. Wirklich. Wirklich gut. Was heißt denn hier Fotos anzeigen? Ah. Die Liste ist natürlich schöner. Oh. Das ist ja echt cool. Das ist echt... Alter. Es gibt wieder so viele Insekten, wie ich hier sehe. Das ist schon wieder cool. So, was haben wir denn eigentlich nur so bekommen? Schließen, ja, ja. Eine Werkbank, okay. Eine oh, die ist ja süß. Eine Axt haben wir tatsächlich schon. Eine Fackel. Cool, für Nacht. Für Nacht ist die cool. Und dann gehen wir mal eben da hinten hin. Achso, ich wollte nicht laufen. Warte mal eben. Irgendwie ist der Sound irgendwie verzögert, oder? Normal? Weiß ich nicht. Egal. Egal, jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich schon aufgenommen. Hallo. Ah, Moritz, hast du eine Stelle gefunden? Ja. Auf dich ist wirklich immer Verlass. Vielen Dank. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Aber du bist ja auch gerade erst angekommen. Weiter will ich dich am ersten Tag nicht beanspruchen. Von mir aus kannst du natürlich auch sofort massig Nookmeilen verdienen, um die Umzugsgebühren bezahlen. Ah, ich berate dich gerne, wenn du Tipps und zum Sammeln von Meilen brauchst. Sprich mich jederzeit darauf an. Ich glaube, die Meilen, die spare ich mir noch auf, weil ich weiß, dass man sich, echt coole Sachen kaufen kann. Später. Deswegen würde ich die einfach noch aufbewahren. Die Meilen.
Ich weiß zwar immer noch nicht, wo man die dann hier dingsen kann, ne? Ich will was verkaufen. Hier hast du unsere aktuellen Angebote. Ich will das. Hab ich. Ja? Achso, das ist mein Inventar, ne? Nee. Ist nicht, oder? Nee. Das ist mein Inventar? Nee, ist es nicht. Oh, du möchtest also nichts? Oh, das ist schade. Nee, ich möchte was verkaufen, Schatz. Ich will was verkaufen, da ist es. Was hast du denn anzubieten? Also ich hätte das, 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 Blumen würde ich behalten, den Fisch kannst du haben, die Muscheln kannst du haben. Das Unkraut behalte ich mal, ich weiß nicht, wegen DIY und sowas hier, ne? Und okay, plus ist okay. Oh, das hast du ja einiges für uns dabei. 5000, oh, abgemacht, Alter. Ja, 5000. Die Firma dankt. Du hast ja gerade etwas Obst verkauft, ne? Wenn du Lebensmittel verzehrst, kannst du unerwartete Kräfte in dir erwecken. Wusstest du das schon? Du könntest zum Beispiel Felsen zerschmettern oder mit richtigem Werkzeug ganze Bäume ausgraben. Wir kaufen Essbares natürlich immer gerne an, aber probier es ab und zu auch ruhig selber. Okay, dankeschön. Oh Gott. Ja, Nugmein, was willst du jetzt von mir? Hier, Profi-Pflücker, danke. Danke, danke. 300. Sonst noch was? Da ist noch was hier. Verkaufen statt horten. Ja, das ist meine Devise. Ach, hierher bekomme ich die ganzen Tische. Okay. So, willkommen. Ja, bitte wählen Sie eines der folgenden Bankautomaten. Nee, ich wollte jetzt eigentlich gucken wegen diesen Umzugsgebühren. Wieso sollte ich das jetzt mit Meilen machen? Wenn ich die später irgendwie für coole Sachen ausgeben kann. Oh, du möchtest die Umzugsgebühren bezahlen? Es stehen noch 5000 Meilen aus. Komm am besten wieder, wenn du... Du musst nicht hetzen, nein. Hä? Ach, ich muss das mit Meilen machen? Ist das denn ernst? Tatsächlich. Hä? Kann ich nicht? Den Kredit hier? Okay, ich muss das mit Meilen machen. Okay, ich hätte es cooler gefunden, wenn ich das mit den Sternis machen könnte. Aber okay. Okay, okay. Etwas herstellen. Dann stellen wir hier noch eine coole Axt her. Oh, ich brauche nur Äste. Okay, dann muss ich erstmal wieder sammeln. Okay, Leute. Ich würde dann sagen, das war's dann mit diesem Part für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Rechts ist die Playlist, links kommt ihr zum neuesten Video. Tschüss.